Seit Mittwochabend verteilt Nadine Klein als die Bachelorette wieder fleißig ihre Rosen an liebe schungrige Junggesellen im TV. Die Schnittblumendame hat aus den 20 Kuppelshow-Kandidaten bereits 3 Boys nach Hause geschickt. 17 schnittige Jungs dürfen weiter um ihr Herz kämpfen. Ob sich Nadine schon heimliche Favoriten auserkoren hat? Etliche Zuschauer haben bereits ihre Lieblinge gewählt, so auch die Ex-Bachelor-Kandidatin Denise Capes, 28. Die frische Single-Lady zählt diese Sahneschnittchen zu ihrer persönlichen Top 3. Auf dem 3. Platz steht für die Gattinshookerin der 29-jährige Fitnesskaufmann Alexander Hindersmann, wie sie in ihrer Instagram-Story schreibt. Nicht nur Denise überzeugte der charmante Hobbykoch, auch Nadine erlag im TV seinem Charme und wählte ihn eine Runde weiter. Auf den 2. Rang führte die werdende Mama den ehrgeizigen Oberbayern Brian Grier. Im TV begeisterte der Maler vor allem mit seiner offenen Artikel. Er gab Blumenfräulein Nadine nach der ersten Begegnung zu verstehen, wie umwerfend er sie findet. Und diese Anziehung beruhte auf Gegenseitigkeit, die Beauty überreichte ihm die erste Rose des Abends. Für Reality-Expertin Denise unangefochten auf Platz 1, der sportliche Tourismuskaufmann Dennis Zrener. Zwar traute sich der schüchterne 25-Jährige in der ersten Folge noch nicht so ganz auf Tuchfühlung mit Nadine zu gehen, seine charmante Art und das sympathische Grinsen heizten ihm aber doch ein Blümchen von seiner Angebeteten ein. Was denkt ihr über das Ranking von Denise Capes? Stimmt ab!